Grüße euch, Sie einschalten als weiteren Folge Orbbound mit mir, dem Fuchsel. So, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich jetzt den Eisenbehälter hier hingestellt. Und habe hier noch einen Behälter hingestellt. Was es genau ist, erfahrt ihr gleich. Aber vorher möchte ich hier nochmal ganz kurz den hier entfernen. Und möchte hier im besten Fall, wenn ich jetzt die Materialien da habe, was ich eigentlich haben sollte, nochmal so einen Splitter hinstellen. Mhm. So. Dann tun wir das Ganze neu verbinden. Setzen den hier hin und setzen den hier hin. So. Und dann möchte ich hier gerne zwei von denen hier hinsetzen. Dann werde ich wieder ein paar Kupferrohre brauchen, aber egal. So und so. Das heißt, jetzt. Na? Na? Willst du wohl? Hallo? Also, jetzt speichert er gerade wieder. Ach ja, dieser Speiervorgang. Nein, ich hätte ihn hier dran. Ich möchte ihn hier dran haben. Na, also, so geht's. So, und hier das gleiche Spiel. So. Wie verhält denn so ein Druckbehälter aus? Dampfbehälter. Okay, jetzt brauche ich hier erstmal wieder Hälfte Kupfer und hier, Hälfte Kupfer, Hälfte Ding und Hälfte Ding. Jetzt werden die hier nämlich auch noch mit aufgefüllt. Kann ich es eigentlich einsehen? Gelagerte Tanks 60. Mhm. Okay, das heißt, die tun jetzt 60 hier reinlagern. Aber die Menge kann man, doch, kann man absehen. 260, 320, bei denen ja schon 1000. Oh, es ging aber ganz schön schnell. Ich hätte gedacht, es dauert ein bisschen länger. Aber gut. Bald muss so eine Idee. So. Da muss ich auf jeden Fall wieder ein paar Kupferrohre zusammenschmelzen. So, die nächste Frage, die sich wahrscheinlich jetzt alle stellen, ist, warum steht dieser Container hier? Da möchte ich Kupfer drin haben. Das ist im Grunde mein Ziel heute. Ich möchte in dieser Automatisierung jetzt auch noch ein Kupfer hinten anbauen. Und dafür wollen wir erstmal wieder ein paar Rohre bauen. Und zwar brauche ich. Ein Kessel braucht 5 Rohre. Das wird aber auch 5 Rohre. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Ja, wobei, wenn man 20 Rohre braucht, das Wasser braucht keine Rohre. Okay, ich muss nochmal 20 Kupferrohre herstellen. Des Weiteren habe ich hier oben noch ein bisschen erweitert. Hier habe ich jetzt eine größere Geldfläche hier. Weil für die nächste Upgrade-Stufe, Thema Automatisierung, brauche ich 75.000 Geld. Ich weiß noch nicht, wo ich die Kohle herkriege, aber hey, ich habe ja so schon ein bisschen Geld gekriegt. Ein Silbererz, Dinge, blablabla, brauche ich nicht. Ich brauche die Kupferbarren. Ich brauche noch mehr Kupferbarren. So, ich brauche. Wenn ich 20 Stück haben möchte, muss ich theoretisch 40 Stück reinhauen. Ich finde, das hätte man ein bisschen besser lösen können, dass man jetzt einfach hier oben anklickt und sagt, hey, ich brauche 20 von denen hier, bau das. Das wäre mir ein bisschen lieber gewesen, als hier dieses, ich hole alles rein und das tut dann einfach umbauen. Weitere gute Nachricht für mich jetzt so zumindest, ich habe hier noch eine Kupferquelle direkt nebendran gefunden. Schönes Ding. Hätte ich ein bisschen früher entdecken müssen. Okay. Was eigentlich auch eine Idee gewesen wäre, wir haben ja hier für die Geldvorräte, können wir ja hier diese automatisierten Markt hier holen. Da könnte man dann theoretisch Sachen verscherbeln. Würde ich allerdings vorher erstmal hier das Gold und Silber holen, dass wir vielleicht Gold und Silberbarren machen können, dass wir die vielleicht verschachern können. Ich meine, wir haben ja schon vor Ewigkeit mal so eine Markierung für Gold gesetzt. Das war der hier, wenn mich nicht alles täuscht. Der war laut. Ja. Da ist er zu sehen. Also kurz gesagt am Arsch der Welt. Ich habe inzwischen habe ich schon andere gefunden, die noch näher dran sind. Die halt auch tief unten sind. Ich wundere, dass die hier so unterschiedlich dran sind. Na ja, gut, einer steckt ja auch weiter draus. Hey, wie sieht's aus, Kumpel? Hast du es fertig? Hat fertig. Farewell, my friend. Also gut.
Und jetzt wieder nach unten. Nein. Markierte Gebäude kopieren. Na ja, gut, das bringt aber eigentlich nichts. So ein Gebäude zu markieren. Also, zuallererst einmal brauchen wir... Also nach dem, was wir herausgefunden haben in der letzten Folge noch, stellt diese Wasserpumpe hier genug Wasser her, um 10 von diesen Teilen hier zu betreiben. Darum baue ich jetzt einfach hier mal so einen Wasserteiler hin. Oh, der ist größer als gedacht. Hier hin. Wenn du das Rohr mit dem, das Rohr mit dem. So. Du musst hier eigentlich auch Wasser reinkommen und hier hinten rauskommen. Ja gut. Wow, welche Wunder der Technik. Etwas, der hier wahrscheinlich ein bisschen im Weg stehen wird, aber gut, egal. So, dann hätte ich gerne den Dampfer. Doch, den brauche ich. Setzen wir hier nämlich hin. Bisschen nah an der Kante, aber gut, das kann man ändern ganz schnell. Jetzt brauche ich nochmal ein Wasserrohr. So, dann setzen wir hier nochmal einen Boden hin. So, hier. Einfach, weil es ein bisschen ordentlicher aussieht. Ich habe eh schon so eine riesige Fläche gebaut. Aber gut, egal. Wenn wir gerade dabei sind, wir haben gerade die Dinger gebaut für Dampf, dann brauche ich die Dampfkraft hier gleich eine Trennung drin. Dann brauche ich hier eine Speicher. Setze ich mal hier hin. Ein Speicher setze ich hier hin. Bisschen kompliziert mit den Rohren. Ganz so schön connecten, wie man es gern haben möchte. So, jetzt hat man hier zumindest auch eine Dampfvorrichtung bis Ding hier. Gut, jetzt brauche ich jede Menge von dem Kupfer, habe ich jede Menge Förderbänder. Am besten fangen wir erstmal unten an. Gehen wir jetzt erstmal zum Zielpunkt. Da müssen wir hier an der Seite vorbei. Ist irgendwie schade, dass die Dinger dann im Laufe der Zeit auch kaputt gehen, die ganzen Quellen hier. Ach, und wir legen ja hier nicht für Kupfer nur, für Kohle noch was wohl. Mal gut, dass Mauer damit zu weit ist. So, jetzt gehen wir hier einfach mal den ganzen Weg hier entlang. Aber wir machen jetzt im Grunde genommen die Satisfactory-Technik einfach mal. So nenne ich sie zumindest sehr gern. Satisfactory-Technik beruht im Grunde genommen darauf, ich tue die Materialien vor Ort herstellen und schaue, oder die Rohmaterialien abbauen und schaue, dass ich es möglichst... Und schaue, dass ich die ganzen Teile allesamt hier an einen Ort zusammen versammle, um sie dort weiter zu verarbeiten. Weiß nicht, wie man die Technik nennt. Ich persönlich nenne sie halt Satisfactory-Technik, weil ich sie halt eben in Satisfactory halt immer so angewandt habe. Immer mit dem Thema Öl jetzt zum Beispiel. Bei Öl war es zum Beispiel so, man kann ja jetzt heutzutage, ja, keine Ahnung, was kann man alles bauen. Flugzeuge, Züge, Autos und was weiß ich halt eben alles, die das Zeug von A nach B fördern. Und... Dann sagen wir mal, wo ist denn der Sack? Er könnte theoretisch auch unter der Erde klemmen. Kann natürlich auch sein. Was soll ich gerade sagen? Ups. Ja gut, und wie gesagt, man kann halt eben... das Öl kann man halt eben...
in Rohform natürlich in Fässer abfüllen und das dann halt in Züge, Flugzeuge und was weiß ich halt eben reintun. Man kann allerdings auch alternativ, wenn man eh schon so viel Material übrig hat, einfach Förderbänder einmal quer durch die komplette Map bauen. Dann kommt sie schön angefahren. Ist vom Spiel her so nicht gewollt, funktioniert aber effektiv besser als alles andere. So, warum lässt sich der denn hier nicht platzieren? Kein Holz. Kein Holz, mein Lord! Na gut, ich habe natürlich jetzt hier ein bisschen was ausgebaut, das ist natürlich klar, sondern das Holz fehlt. Dass hier noch ein paar so Sachen rumstehen. Na? So, wie sieht's aus? Wahrscheinlich immer noch nicht genug, oder? 36. Im Grunde genommen, jeden, den ich frage, der sagt immer auch, so sollte man das Spiel aber eigentlich spielen. Satisfactory jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, es funktioniert halt eben effektiv. Die Förderbänder brauchen keinen Strom oder sonstiges. Er ist leer. Oh, hier gibt es sogar 10 Holz. Aber wie gesagt, effektiver. In der Fall gewinnt halt eben die Effizienz. Ich vergleiche es immer wieder gern damit. Und im Grunde ist das Spiel auch nichts anderes als ein Satisfactory, nur ein bisschen anders da. So, du kommst hier hin. Dann brauche ich Förderband. Ich erwische mich auch immer, wie ich die 2 drücke, weil da ist immer. Weil da ist immer das Förderband bei mir drauf. Dann ist nicht so, dass ich Satisfactory jetzt hier dermaßen absuchte. In der ganzen Geschichte hier. Aber ich spiele viele Spiele, die ähnlich sind. Ich meine, dieses Spiel ist ähnlich. Edencraft, das war ähnlich. Was war noch ähnlich? Foundry war ähnlich. Und das ist eigentlich gar nicht so übel. Vor allem hier in dem Spiel macht es mir irgendwie ein bisschen mehr Sinn, weil es doch ein ziemlicher Aufwand ist, hier überhaupt die ganzen Sachen überhaupt zu bauen. Bei der letzten Folge habe ich ewig lang rumgesucht, bis ich die ganzen Materialien überhaupt zusammengekratzt habe. Jetzt dank dem, dass das Eisen wenigstens schon mal selbstständig gemacht wird, ging es ja schon mal ein bisschen schneller. So, was brauche ich hierfür noch alles? Habe ich hier alles? Ich habe alles. So rum richtig? So rum ist richtig. So. Keine Kupferplatten mehr, aber gut, ich glaube, Kupferplatten werden nicht mehr benötigt. Hauptsache, ich werde jetzt erstmal nur Eisenförderbänder benötigt. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg hier wieder zurückrennen. Falsch gesehen. Bessere Idee, warte mal. Ich leg mich mal schlafen. Guten Morgen. So kommt man auch runter, ohne dass man sich verletzt. Okay, warte mal, ich brauche den hier. Na, warum will er nicht? Okay, so viel zu planen. So viel zu dem Plan. Kann ich halt nicht ansetzen. Aber gut, egal, was soll's. Also hier um den Felsen herum. Okay, warte mal ganz kurz. Mal hier jetzt einfach mal einen schönen Weg durch. Der vielleicht nicht damit endet, dass ich hier irgendwo im Loch lande. Komm ich da noch rein? Theoretisch ja, aber hoch komme ich nicht. Okay, es geht. Hier noch mal ein bisschen runter. Muss den Weg auch wieder nach oben kommen. So, jetzt geht's. Jetzt sollte alles seinen gewohnten Gang gehen. So, und dann nehme ich mal als erstes mal den hier.
baue den hier an. Verstehe, es gibt eine Maximumlänge, die das Ding haben kann. Ja, okay, macht nichts. Setze ich ihn da an, dann komme ich. Ob die hier rüber so. Ne? Dann kommt er hier raus. Das ist so, dass er aus dem Loch da rauskommt. Keine Ahnung, wieso er da so eine Kurve macht, aber hey. Ich mach das nicht. Ich weiß nicht, wieso er den manchmal so einfach so festfriert. Nein! Das hat man auf einmal nicht richtig vernünftig schaut. Ich denke, man merkt mir auch inzwischen an, dass mir das Spiel jetzt inzwischen ein bisschen mehr Spaß macht. Ich habe jetzt gerade eben noch, bevor ich die Folge aufgenommen habe, noch schnell meine Hey Sorry aufgenommen. Weil ich habe ja die eine Folge, habe ich ja komplett entfernt, also Folge 3. Weil, wie gesagt, es hat nichts gebracht. Ich bin die ganze Zeit überall in der ganzen Karte rumgerannt, habe überall nach Wasser gesucht. Nur letzten Endes, ja. Ich denke, ihr wisst, was passiert ist. Aufmerksame Zuschauer, der wird gemerkt haben, aha, guck mal. Man braucht kein Wasser suchen, man pumpt es einfach so aus der Erde heraus. So, aber ich möchte dazu noch einmal erwähnen, zu meiner Verteidigung, hier gibt es keinerlei Tutorial irgendwie, man muss irgendwie alles selber herausfinden, wie alles funktioniert. Das finde ich jetzt an sich so ein bisschen, naja, nachteilhaft, ganze Geschichte hier. Ich finde, das hätte man ein bisschen besser machen können. Ich meine, jeden einzelnen dieser Spiele, wo ich gespielt habe, da gab es wenigstens, sagen wir mal, so eine Art kleines Wikipedia, was im Spiel halt mit eingebaut worden ist. Ist wesentlich besser, als wenn ich hier jetzt halt einfach so hier raussuchen kann. Ich meine, klar, natürlich gibt es hier wahrscheinlich irgendwie so ein Fan-Wikipedia, bei dem ich nachgucken kann. Aber ist es wirklich Ziel der... jetzt komme ich hier nicht weiter. Aber ist es wirklich Ziel der Sache, dass ich immer im Internet nachgucken muss, was ich machen muss? Ich meine, wenn dieses Spiel hier vernünftig versuchen will, das zu erklären, wenn das Spiel hier vernünftig laufen will, dann darf das eigentlich nicht sein, wenn man mich fragt. Am besten, aber wir haben keine Kupferrohre mehr. Ach, Mist. Im besten Fall kommst du in ein Spiel rein, kapierst es sofort und hast halt eben deinen Spaß daran. Wenn es halt eben manchmal schwierig ist, mein Gott, dann hast du halt eben manchmal Schwierigkeiten, aber ja, wie gesagt, es ist halt eben nicht, in meinen Augen, nicht Sinn der Sache, dass man hier die Spiele hier so die ganze Zeit kopflos in das Spiel hier reinräumen lässt, ihn praktisch ihn selber erkunden lässt und der selber halt keine Ahnung hat, was er überhaupt machen muss. Und die einzige Lösung, die er kriegt, ist, wenn er selber halt im Internet nachgucken muss. Und ich persönlich mag es eigentlich nicht, wegen Spiellösungen etc. im Internet nachzuschauen. Deswegen mag ich auch zum Beispiel diese versteckten Errungenschaften zum Beispiel nicht. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mag. Jetzt nichts gegen die ganzen Webseiten, die das alles halt auch zur Verfügung stellen. Aber ja, wie gesagt, es muss ja nicht sein. Es muss ja nicht sein! So, aber jetzt haben wir alles. Das heißt, theoretisch, jetzt, wenn ich hier runtergehe... Ja. Der Dampfkessel steht halt hier ein bisschen doof an der ganzen Sache hier. Ja. 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 Das Eisenvorkommen steht auch ein bisschen doof. Ah ne, jetzt fährt einfach unter mir durch. Dafür ist zum Beispiel dieser Lore. Ja. Dieser Lorenwagen, da den man sich bauen kann. Dass man sich da reinsetzen kann und damit rumfahren kann. So. Okay, ich brauche jetzt diesen... Ja, den Splitter. Ich baue jetzt einfach hier hin. Dann baue ich das erste Rohr hier dahin. Das zweite Rohr mache ich da unten hin. Wenn das nimmt. Okay, das Rohr kommt... Ja, das würde ich lieber hier dran machen. Und das Rohr kommt hier dran. So.
Jetzt muss ich hier nur noch einstellen. Produktion, Kupferpulver. Hier muss ich nur einstellen. Produktion, Kupfer schmelzen. Ja. Hopp. Jetzt muss ich eigentlich nur noch zurückgehen und ein bisschen Kohle in den Ofen werfen. Man sollte eigentlich Kupfer rankommen. Haben wir das auch erledigt? Aber so hier einfach mal ein bisschen den Weg entlang gehen. Natürlich habe ich ein bisschen doof gemacht, dass das Förderband hier so durchgeht. Aber hey. Wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen. Jetzt haben wir nur wahrscheinlich keine Kohle mehr da, oder? Doch 64 Erz, das reicht. So, jetzt muss ich hier eigentlich nur noch die 64 Erz reinhauen. Mal ein bisschen weniger, dass wir hier vielleicht noch mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Weil hier steht schon wieder alles still. Jetzt müssen wir eigentlich unterm Strich nur kurz warten, dann müssen wir eigentlich gleich ein bisschen Kupfer anschwimmen. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Aber geh mal von aus, ich habe es falsch gemacht. Deswegen prüfen wir das Ganze mal. Ja, ist auch so schön. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oh, Speif hier. Schon wieder zu. Ja, tatsächlich, 20 Minuten sind schon um. Ah, guck mal, da kommt es ja das Kupfer schon. Na also. Da geht es dann irgendwann weiter mit der Produktion. Aber erstmal für 75.000 Geld einsammeln. Weil ich es ein bisschen übertrieben finde eigentlich für die nächste Stufe, aber hey. Gut, jetzt muss ich im Grunde genommen das hier einfach nur ein bisschen am Burn halten. Keep the fire burning. Schaffen den wieder ein, nehmen den hier wieder mit. Dann tun wir hier das nochmal gerecht aufteilen. Das heißt hier 50 rein. Hier 50 rein. Da können wir sogar ein bisschen mehr reintun. Ey, Wasser ist nicht so das Problem. So, und das tun wir wieder hier rein. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Geht auf jeden Fall trotzdem schneller als mit dem da unten. So, wenn wir gerade dabei sind, dann können wir den da unten ja auch gleich wieder entfernen. Zack, zack. Kann man die auch verschieben? Apparatur. Na? Na? Wo ist denn? Hey, wo ist denn der Schmied? Ah, hier ist er. Dann setze ich ihn hier hin, der tut hier alles bewachen. Das Blöde ist dadurch, dass ich ihn gerade eben entfernt habe, ist das Geld, was da drin noch war, flöten gegangen. Aber gut, was soll's. Okay, als nächstes bräuchten wir dann theoretisch Gold, Silber. Schauen wir, ob wir hier irgendwo in der nächsten Nähe noch eine Quelle finden können. Das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt hier noch eine bessere Spitzhacke habe, kann ich mich hier auch durch dieses Blaue hier durchschneiden. Das heißt, mit einem, kurz gesagt, wir kommen hier auch wieder raus. Easy going. Mal sehen, was ich jetzt gerade hier noch so machen tun muss. Etc. Die Maschinen sind auf jeden Fall sehr laut. Die hört man ziemlich weit. Bevor jetzt übrigens die Frage aufkommt, wie tief man graben kann. Wir sind ja beim letzten Mal einmal in den Lava gestorben. Und ich glaube, das ist aktuell die tiefste Ebene, die man runtergehen kann. Zumindest meine Vermutung. Na? So, das war leicht. Geld, Essen, Ding, Ding.
Turbine, sehr schön. Kein Platz mehr. So. So, übrigens hier so ein großer Schädel. Hier ist so ein großer Orkschädel. Falls ihr mal nicht so in der Lage seid, so einen großen zu töten, kannst du einfach noch so einen riesen Schädel suchen. Da ist auch immer dann sowas drin. So, Gold und Eisenbarren. Mana-Trank. Theoretisch müsste man schauen, ob wir nicht sogar ein paar Missionen inzwischen erfüllen können. Ich meine, wir haben zwar keine Getränke hergestellt in der ganzen Situation hier, aber wir haben theoretisch genügend Getränke da, um die Aufgabe zu beenden. Theoretisch. Das wird dann gleich raus. Oh. Habe ich noch Inventarplatz frei irgendwo? Ja. Böser, böser. Okay, Heiltrank. Leider kein Platz mehr. So, der Rest bleibt dann einfach da. Oh, wie sehe ich, nähert sich das Eichhörnchen. Und schon habe ich wieder 784 Geld. Hier wäre Gold. Goldvorkommen. Die Frage ist... ich nehme mal den Kupfer. Wäre da oben. Ich weiß nicht, wie weit das entfernt wäre. Ich würde ein bisschen hier einen Aufzug wieder runterbauen. Das Problem ist halt eben, einen Aufzug von hier unten nach oben zu bauen, ist halt einfach bescheuert gemacht. Finde ich jetzt persönlich. Das könnte man noch verbessern irgendwie. In Foundry gibt es ja auch Aufzüge. Und da war es halt eben so, du musst halt eben unten deinen Startpunkt halt eben setzen. Oder oben halt, wahlweise. Du musst dann unten hingehen. Ja. Wo der Aufzug enden soll. Hier ist auch noch Silber. Gar nicht so scheiße hier. Ja, jedenfalls musst du einen Startpunkt oben und unten hinsetzen. Und dann tut er automatisch halt eben so den Aufzugsschacht machen. Theoretisch könnte man das doch hier eigentlich auch machen, dass man unten den Zielpunkt hinsetzt, oben halt dann eben eine Markierung setzt, wo der Endpunkt ist und dann halt eben sagt er, okay, du musst jetzt so und so viele Materialien ran schaffen, damit der Aufzugsschacht gebildet wird. Das wäre, glaube ich, wesentlich besser, als wenn ich jetzt hier unten jetzt drei so Aufzugsschächte so nach oben baue. Ich meine, im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier so nach oben bauen möchte, bis zum Endpunkt hier, da komme ich nicht raus. Ist die unendlich Leiter bauen. Tut's euch nicht weh. Oder mir nicht, besser gesagt. Jetzt ist eigentlich ein Orkschädel hier. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Außer verkochen halt. Oh, wir haben keinen Platz mehr für Geld. 78 Kröten, das ist halt ein bisschen was. Ich muss mehr Schweine killen. Ich kann inzwischen ja den größeren Beutel machen. So. Ich meine, an sich ist so gar nicht schlecht. Wir haben hier eine Silberquelle und wir haben eine Goldquelle ganz in der Nähe. Theoretisch kann man beides abbauen, zusammenschmelzen und dann halt in den Verkäufer reinhauen. Muss man abwarten. Da wäre nochmal ein großer Schädel. Ein großer. Na? Einfach rückwärts gehen und zuhauen. Die treffen einen meistens nicht. Du kannst doch einfach mal blocken. Alter. Inzwischen sind die... Da ist nochmal einer. Inzwischen gehen die Gegner eigentlich, jetzt wo ich eine vernünftige Waffe habe. Okay, nur habe ich keinen Inventarplatz mehr.
nochmal einer. 2, 3. Der ist schon gelootet. Ich würde gar nicht sehen, wie ich mich. Warum kann ich den Großen nicht looten? Den habe ich doch noch gar nicht. Ein paar von denen sind sogar so schwach, dass die mit einem. Es gibt halt einen Unterschied zwischen den Orks und Goblins. Einige sind gepanzert, wie der hier, andere sind nicht gepanzert. Die sind dann nach einem Schlag halt bei mir jetzt down. Na. Böser, 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 du. So, haben wir hier noch ein paar Kisten, ansonsten mache ich jetzt einfach schnell Selbstmord. Nicht schlecht. Okay, das zerstört seine eigene Mauer. So, hier war noch ein großer Schädel, den nehme ich noch mit. Großer Orkschädel, sieht eigentlich aus wie ein Elefant, aber hey. Elefantenschädel. Den nehme ich noch mit hier für die für die XP. Ich weiß, es gibt keine XP. So, 31 Minuten, aber gut, wir verkaufen noch ganz schnell das Zeug, was wir haben. So, du kriegst die Rubine. Du kriegst die Ausdauertränke, du kriegst die Mana-Tränke. Alles Material, was ich nicht brauche. So ein Orkschädel 280. Das ist nicht viel. Drei Silberbahnen werden 120 wert. Na ja, gut, im Laufe der Zeit würde es halt immer mehr Kohle geben. We must keep going. Gold. How may I help you? Wir nehmen das alles, das war schon mal 12.000. Das ist aber trotzdem noch ein weiter Weg. Aber wie gesagt, ich möchte erstmal die 15.000 zusammenkriegen. Kann man Missionen abschließen? Ah, verdammt. Mit Ausdauertränke. Welcome. 100, na ja, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich schon mal erledigen. Yay, aber im Grunde haben wir 250 Minus gemacht. Hypergraben. Elektron Pickaxe bauen. 100 Sprengstoff bauen. Kupferpulver, Eisenpulver. Haben wir hier irgendwas fertig? Die haben wir fertig. Die haben wir fertig. Eisenwerkzeuge. Müssen wir Schmelzöfen? Im Grunde müssen wir alles nochmal mehrmals bauen. Wieso haben wir 3 Autocrusher? Wir haben doch nur 2. So, Schädel abliefern? Ich bin am überlegen, ob ich nicht hier die Schädel hier abliefere. Naja, okay, Moment, warte, wir nehmen die hier. Zeit zu bitten. So, haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt. Hey, das ist ja richtig gelohnt hier. Okay, und was haben wir hier noch? Wir müssen auch ein bisschen was machen hier. Na gut, wow, das ist ein fetter Goldhaufen hier. Also gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Orbbound wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like, Kommentar und Abo freuen. Und bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich fände es irgendwie cool, wenn die, wenn der Haufen da auch voll wäre, sich dann miteinander verschmolzen wäre, dass es so ein riesiger Haufen wird. Aber das sehen wir dann. Also bis dann. Tschüss.